Hallo zusammen, es wäre ganz nett, wenn ihr mir ein kurzes Feedback geben könnt, ob ihr mich alle gut hören könnt. Danke.
So, dann starten wir langsam. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar über unsere Wunderwaffe und den Jungbrunnen Fairway Detox. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Danke an den Lai Christian und an die Frau Löwenstein. An die Frau Löwenstein, weil sie mir ihren Zoom-Account zur Verfügung stellt, und an den Christian fürs Organisieren. Als erstes darf ich mich kurz vorstellen für die neuen Fairway-Partner. Mein Name ist Alex Schmid. Ich bin selbstständiger Heilpraktiker und Osteopath und führe eine Praxis für Physiotherapie und Naturheilkunde. Ich bin Mitentwickler und Markenbotschafter für unser geniales Produkt Fairway Detox. Ein paar Worte, wie wir das Produkt Fairway Detox entwickelt haben. Vor 4-5 Jahren habe ich begonnen, mit verschiedensten antioxidativen Mitteln zu arbeiten, um das Gewebe meiner Patienten ganz natürlich zu erneuern und elastisch zu halten. Und ich habe deshalb Kontakt mit einer Firma aufgenommen, die schon längeren mit Mikroorganismen arbeitet. Zusammen mit zwei Laboren und mehr als 200 Kunden aus meiner Praxis haben wir dann Ende letzten Jahres das Produkt Fairway Detox finalisieren können. Wir haben super revolutionäre Ergebnisse und unglaublich positive Feedbacks von unseren Kunden. Und wir glauben, dass wir ganz was Besonderes geschaffen haben, das wo so viel wie möglich Menschen kennen müssen und auch benutzen, damit wir chronische Entzündungen und chronische Krankheiten eindämmen können. Wir haben uns heute entschieden, die Frau Löwenstein, der Lai Christian und ich, dass wir nochmal ein Basisseminar heute halten mit den Basics für die ganz neuen Fairway-Partner. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Unser Fairway Detox wirkt zellerneuernd.
ist mit lebensaufbauender Energie gefüllt, ist hexagonal strukturiert, ist mineralreich. Im Wasser sind 84 verschiedene Spurenelemente und Mineralien enthalten. Es wirkt virusinaktivierend und ist pH-stabil. Fairway Detox baut auf drei Säulen auf, wie es wirkt. Es entsäuert unseren Körper, es entgiftet den Organismus und erneuert unsere Körperzellen. Eine der wichtigsten Fragen, die von meinen Kunden immer gestellt wird, was ist im Wasser enthalten und wie wirkt es? Wir nutzen 12 verschiedene unraffinierte Salze aus 3 verschiedenen Kontinenten. Wir nutzen Quellwasser aus dem Bayerischen Wald und Gletscherwasser aus den Schweizer Alpen. Wie gesagt, es sind 84 verschiedene Spurenelemente und Mineralien enthalten. Warum diese 84 genau? Es sind genau diese Mineralien und Spurenelemente, aus denen unser Körper von Beginn an besteht. Und wir fügen dem Körper nur das Benötigte, aber durch unsere Lebensweise reduzierte wieder hinzu. Wir kombinieren die Spurenelemente und Mineralien mit energiebeladenen Molekülen, setzen dadurch den Körper in Balance, lösen ihn von Giftstoffen und erneuern unsere Zellen. Salz ist nicht gleich Salz. Jetzt wird von vielen gleich der Einwand kommen, ja, Salze sind ja belastend für das Herz, indem sie den Blutdruck erhöhen, und belastend für unsere Nieren. Ja, da haben Sie recht, wenn es raffinierte Salze sind, die bearbeitet sind, die keine wertvollen Mineralien und Spurenelemente mehr enthalten. Wie gesagt, wir nutzen unraffinierte Salze, 12 an der Zahl. Wir nutzen mehr Stein- und Siedesalze. Unser Körper könnte nicht existieren, beziehungsweise keine einzige Zelle in unserem Körper könnte existieren, wenn kein Salz zur Verfügung wäre. Unser Herz könnte nicht mehr schlagen, die Nerven würden lahmgelegt, die Blutzirkulation, der Stoffwechsel, jede Muskeltätigkeit, die Verdauung und alle Ausscheidungen wären dann nicht mehr möglich. In unserem Fairway Detox nutzen wir nur edelste und bewusst ausgewählte Salze. Diese regulieren den Wasserhaushalt, die Reizübertragung von Muskel- und Nervenzellen und viele Stoffwechselvorgänge. Das alles wird positiv beeinflusst und reguliert. Wasser ist nicht gleich Wasser. Wie gesagt, wir nutzen Quell- und Gletscherwasser. Einmal aus dem Bayerischen Wald unser Quellwasser und das Gletscherwasser stammt aus den Schweizer Alpen. Und unser Wasser ist in seiner Form und sehr sauerstoffreich. Es enthält Urformen und sorgt durch eine ganz spezielle Wasserstruktur, auf die ich nachher noch genauer eingehe, für eine hervorragende Aufnahme bis tief in die Zellen unseres Körpers. Unser Leitungswasser ist verbrauchtes und unstrukturiertes Wasser. Es ist mit Hormonen, Bioziden, Schwermetallen belastet und somit strahlt es auch. Und diese Strahlung kann man messen. Wir nutzen im Fairway Detox Wassermoleküle, die völlig frei von schadhaften Belastungen sind und in seiner Form reinst, sechseckig und hexagonal strukturiert. Was heißt jetzt hexagonal? Es gibt 2 Quellen, in denen eine hohe Konzentration hexagonaler Strukturen vorkommen. Das ist einmal die heilige Quelle in Lourdes und die heilige Samsam-Quelle in Mekka. Hexagonal bedeutet, dass 6 einzelne Wassermoleküle sich fest verknüpfen und eine ringförmige, sechseckige geometrische Struktur bilden. Das können Sie auch als Hintergrund meiner PowerPoint
Präsentation sehen. Hier haben wir die hexagonale Struktur angedeutet. Und ein hexagonales Gebilde verknüpft sich wieder mit einem anderen hexagonalen Gebilde und bildet so ein komplexes kristallines Netzwerk. Was ist jetzt das absolut Geniale an dieser Struktur? Dadurch maximieren die Aufnahme von Vitaminen und Mineralien in der Zelle. Schadstoffe, die bereits in der Zelle sind, werden hinausgeschleust. Und wir bauen eine Art Schutzschild um jede einzelne Zelle auf und Schadstoffe können dadurch weniger in die Zelle hinein. Und dieser Vorgang ist in unserem Fairway Detox einzigartig. Fairway Detox harmonisiert geopathische Störungen und auch Elektrosmog. In Fairway Detox paaren wir Urverfahren mit Technologien aus der heutigen Zeit. Und dadurch beschleunigen wir einen Millionenjahresprozess, den wir mit unseren zusätzlich ausgewählten Mineralien reproduzieren können. Wir erzeugen ein positives Schwingungsfeld und dadurch werden die geopathischen Störungen wie Elektrosmog ausgeglichen. Und es wird ein natürliches Schutzschild vor Erdstrahlung, WLAN und Mobilfunkstrahlen aufgebaut. Es wird ja permanent versucht, Wasser zu reinigen mit den verschiedensten Methoden über Filterung, Osmose, Destillation und chemischen Bearbeitungen. Aber das ist nichts als reiner Irrtum. Es verbessert die Wasserqualität in Bezug auf die Bioverträglichkeit überhaupt nicht. Man kann zwar das Wasser optisch und chemisch reinigen, ja, aber die lebensfeindlichen Schwingungen und Störungen, die enthalten sind, bleiben im Wasser bestehen. Bei der Filterung wird dem Wasser zusätzlich alles beraubt, was es enthält. Wichtige Urmineralien und Spurenelemente gehen verloren. Und durch die Filterung entsteht ein lebensfeindlicher, saurer pH im Wasser. Wir brauchen aber, um gesund zu sein und auch eine gute Aufnahme in unserem Körper gewährleisten zu können, ein strukturiertes, mineralreiches, virusinaktivierendes, pH-stabiles, hexagonales Wasser, das lebensaufbauende Energie ohne negative Schwingungen enthält. Fairway Detox ist wie ein kleiner Jungbrunnen. Jede Zelle ist eigentlich unsterblich. Es gab einen Versuch, der dauerte 28 Jahre lang. Ein Hühnerherz wurde in einer hexagonalen Flüssigkeit konserviert und das Herz schlug 28 Jahre weiter. Der Mensch, der die Flüssigkeit tagtäglich wechseln musste, ging einmal in den Urlaub und ein Kollege übernahm seine Aufgabe. Er hat es einmal vergessen und am nächsten Tag waren die Zellen und das Hühnerherz tot. Das heißt, auf unseren Körper übertragen, nur die Flüssigkeit, in der die Zelle schwimmt, unterliegt Alterungsprozessen und kann sich verändern. Deshalb ist es wichtig, die Flüssigkeit, um unsere Zellen mit unserem Fairway Detox zu säubern und zu strukturieren. Sie werden sich fragen, was ist eigentlich so besonders am Fairway Detox? Für uns ganz einfach alles. Die hexagonale Urstruktur im Detox, kombiniert mit den 12 verschiedenen Salzen aus 3 Kontinenten und einer nachweislich virusinaktivierenden Eigenschaft, ist in der Lage, das Wasser in und um unsere Zellen sauber und frisch zu halten. Durch die Ordnung der kristallinen, hexagonalen, sechseckigen, 60-Grad-winkeligen Struktur
erhöhen wir den Sauerstoffgehalt der Flüssigkeiten um 44%. Wie gesagt, jede Zelle ist unsterblich, nur die Flüssigkeit, die uns umgibt, kann generieren. Wenn wir unsere Flüssigkeit tagtäglich erneuern und säubern, bleiben die Zellen für alle Zeiten erhalten. Je höher der Ordnungsgrad im Zellwasser, desto besser ist die Zelle in der Lage, ihre Stoffwechselreste zu beseitigen. Wenn wir einer geopathischen Störung ausgesetzt sind oder einer elektromagnetischen Strahlung, fällt unsere Zellspannung von 70 Millivolt, was normal ist, auf unter 35 Millivolt. Und das ist eine Spannung, die wir immer bei einer Krebszelle auch finden. Mit Fairway Detox erneuern wir die Zellmembranen Tag für Tag und erhöhen die Zellspannung täglich auf 900 Millivolt. Was macht uns krank? Wir teilen das immer gerne in drei große Oberpunkte ein. Zum einen die Übersäuerung und die freien Radikale, die wo immer mehr durch die moderne Lebens- und Ernährungsweise zunehmen. Die antibiotikaresistenten Keime, wie Sie alle bestimmt kennen, den berüchtigten MRSA, multiresistente Staphylococcus aureus. Und als dritter Faktor die externen Giftstoffe. Dadurch zählen wir Biozide, Fluoride, viele Schwermetalle, wie das berüchtigste unser Quecksilber. Und diese nehmen wir durch Ernährung, Kosmetik und Kleidung in unseren Körper auf. Zum ersten Punkt der Übersäuerung möchte ich heute etwas genauer darauf eingehen. Wie wir schon im vorherigen Webinaren immer aufgezeigt haben, verdichten sich bei Übersäuerungen die Zellen und Mineralstoffe können nicht mehr in unsere Zellen gelangen durch die kleinen Ionenkanäle in der Zellmembran. Im untenstehenden Teil sehen Sie eine Liste von Erkrankungen und Symptomen, die mit Übersäuerungsprozessen verbunden werden. Angefangen von Krebs über orthopädische Probleme, Rheuma, Arthrosen, vegetativen Störungen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Weiter zum Fußpilz, Haarausfall, Hautunreinheiten, faltige Haut, schnelle Hautalterung, Altersflecken, brüchige Nägel. Alles, was Richtung Entzündungen oder entzündlichen Veränderungen geht. Immer wiederkehrende Infekte, aber auch die Zellulite, der Bluthochdruck, Abszesse, Erschöpfungssymptome, Syndrome, Übergewicht, Allergien, Diabetes, Harnsteine, Müdigkeit. Das sind alles Problematiken, Erkrankungen, Syndrome, die mit Übersäuerungen zu tun haben. Jetzt möchte ich Ihnen Übersäuerung ganz einfach erklären. Am Bild sehen Sie vier Zellen. Der grüne Hintergrund ist unsere Zellflüssigkeit und die kleinen Teilchen, die kleinen roten plusgeladenen Teilchen sind unsere Mineralien, sinnbildlich für Magnesium, Natrium, Calcium und Kalium. Damit wir überhaupt lebensfähig sind, muss unser Blut einen pH-Wert konstant von 7,35 bis 7,45 aufweisen. Der menschliche Körper besteht aus ca. 50 Billionen Zellen. Und wenn wir gesund sind, haben die Zellen einen optimalen Stoffwechsel. Und die Zellspannung, Elektrizität, ist leicht minusgeladen, wie Sie am Bild sehen, in der Zelle sehen, minus 60 Millivolt. Die Zellwand ist gestrichelt, das heißt, dort sind kleine Ionenkanäle, durch die die Mineralien in die Zelle gelangen. Und das funktioniert, wenn die Zelle minusgeladen ist. Außerhalb der Zelle haben wir plusgeladene Mineralien und in der Zelle eine Minusladung. Physikalisch ziehen sich Plus- und Minusladung an.
Die Zelle wird optimal mit Mineral- und Nährstoffen versorgt. Wir haben einen optimalen Stoffwechsel. Wir sind gesund. Säuren sind zunächst einmal nicht problematisch, sondern erfüllen in unserem Organismus, Körper auch wichtige Funktionen. Zum Beispiel unsere Magensäure, Salzsäure im Magen. Die dient dazu, die Eiweiße von der Ernährung vorzuverdauen und hat auch eine desinfizierende Wirkung. Problematisch wird das Ganze erst, wenn sie sich mit anionischen Bindungspartnern zu starken anorganischen Säuren verbinden. Damit es aber nicht zu schnell passiert, hat der Körper sehr viele Puffersysteme. Einmal im Blut, einmal in oder außerhalb der Zelle. Und wir haben auch viele Organe, wie zum Beispiel unsere Lungen, diese können über die Ausatmung CO2 abatmen. Die Leber baut Stoffwechselsäuren ab, die Haut scheidet über die Hautporensäure aus und die Nieren leiten fixe Säuren aus. Laden wir aber tagtäglich immer mehr Säuren in unseren Körper ein, kommen auch diese Systeme im Blut, in den Zellen und außerhalb den Zellen und im Organsystem an ihre Grenzen und verlieren ihre Pufferkapazität. Der Basenanteil wird dauerhaft zu niedrig und dann spricht man von Übersäuerung. Jetzt werden Sie sich bestimmt fragen, was übersäuert uns? Tierische Eiweiße wie Fleisch, Wurst, Fisch und Eier, Milch und Milchnebenprodukte, Joghurt, Käse, Sojaprodukte, die ja vermeintlich immer so als positiv angepriesen werden. Gibt es Studien, dass Soja kanzerogen wirken kann? Teig und Backwaren, Süßspeisen, Mineralwasser mit Kohlensäure, aber auch alle Softdrinks mit viel Zucker wie Cola, Fanta, die ganzen Genussmittel, Kaffee, Alkohol, Nikotin, unsere Lebensmittelzusatzstoffe, da zählen Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker wie das bekannte Glutamat und Süßstoffe wie Aspartam. Aspartam ist in allen gängigen Kaugummi-Sorten enthalten, die Sie im Supermarkt kaufen können. Aspartam ist nachweislich auch krebserzeugend. Des Weiteren übersäuern uns Zahngifte, die aus Quecksilber oder Palladium stammen. Toxine, die von Bakterien und Pilzen aus dem Darm im Darm ausgeschieden werden, aber auch exzessiver Sport oder gar kein Sport übersäuern uns. Und zwei wichtige Punkte, die in der heutigen Zeit oder in unserem heutigen Leben immer mehr an Dominanz übernehmen, sind Stress, Ängste, Sorgen, Ärger und negative Gedanken und der Elektrosmog, Strahlenbelastungen durch WLAN-Netze zum Beispiel. Programmieren Sie Ihre WLAN-Netze über Nacht aus. Es reduziert deutlich die Strahlenbelastung und Sie werden besser schlafen können. Diese Faktoren, wo ich Ihnen gerade aufgezählt habe, die uns übersäuern, zeige ich Ihnen jetzt an unserem Bild. Die kleinen grünen Vierecke stellen die einzelnen Faktoren dar und irgendwann ist unsere Zellflüssigkeit komplett zugemüllt. Und Sie sehen, die Zellwände schließen. In der Zelle entsteht eine Plusladung und ist ganz klar, physikalisch funktioniert es nicht, Mineralien, die plusgeladen sind, in eine plusgeladene Zelle zu ziehen. Jede Zelle wird permanent Mineralstoffmangel melden
Und was ist die Folge? Der Körper versucht, Calcium aus dem Zahnbereich abzuziehen. Und was passiert? Parodontose, Parodontitis oder Karies entstehen. Der Körper zieht Kalium aus den Muskeln mit der Folge von Muskelentzündungen oder der berüchtigten Fibromyalgie. Er zieht Calcium aus dem Knochen mit der Folge einer Osteoporose. Und was ich vergessen habe, er lagert Säuren in unser Bindegewebe ein, entzieht Mineralien dem Bindegewebe und es entstehen die wunderschönen Dellen am Gesäß, am Oberschenkel, die berüchtigte Zellulite. Was aber jetzt umso problematischer ist, wir mobilisieren überall Mineralien, aber durch die Plusladung in der Zelle können wir sie überhaupt nicht verwerten. Das Gleiche gilt auch für Nahrungsergänzungsmittel und auch für Medikamente. Wenn unsere Zellen verdichtet sind, kommt nichts in die Zelle. Sie können Nahrungsergänzungsmittel noch und nöcher einnehmen und der Großteil landet in der Toilette. Wir brauchen zuerst etwas, das unsere Zellzwischenräume reinigt und dann an den Zellwänden andockt, die Ionenkanäle öffnet und dadurch sich die zelluläre Ladung wieder verändert, negativ wird und die plusgeladenen Mineralien im Anschluss wieder aufnehmen kann. Und genau das macht unser Fairway Detox. Weitere Folgen, wenn ein Körper übersäuert ist: Unsere Nervenenden werden empfindlich auf den Spannungswechsel reagieren und mit einem gesteigerten Schmerzempfinden reagieren. Und das ist der Zusammenhang von Übersäuerung und chronischen Schmerzpatienten. Übersäuerungen führt zu Therapieblockaden. Das heißt, Sie können tagtäglich zur Massage gehen, wenn Sie Rückenschmerzen haben. Und am nächsten Tag werden Sie wieder Beschwerden, Schmerzen spüren. Wenn Sie keine Entlastung der Übersäuerung schaffen, wird sich Ihr Schmerzzustand nicht verändern oder auch Ihre Spannung in der Muskulatur nicht verändern. Und was ganz dramatisch ist, unser empfindliches Ökosystem, Darm kommt durcheinander. Die Fäulnis- und gärungsbildenden Bakterien werden immer mehr und die säuerungsbildenden Bakterien werden immer weniger. Mit der Folge, dass Gärungsprozesse entstehen und Fuselalkohole entstehen. Die Fuselalkohole wirken wie Lösungsmittel und schädigen die Schleimhaut des Darms. Also sie ätzen die Schleimhautzellen, verätzen die der Schleimhautzellen und machen dadurch die Darmwand löchrig. Unverdaute Nahrungsbestandteile, Bakterien, Viren, Pilze, freie Radikale, Schwermetalle können dadurch durch die Darmwand passieren, gelangen so ins Blut und erzeugen dort chronische Entzündungen, die wieder mit verschiedensten Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Vornehmlich mit Autoimmunprozessen, rheumatoider Arthritis, Schilddrüsenerkrankungen wie die Hashimoto-Thyreoiditis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, viele Autoimmunprozesse. Was ist das Problem an den chronischen Entzündungen? Sie werden sehr, sehr schlecht erkannt, weil sie nur selten Krankheitszeichen aufzeigen. Entzündungen produzieren 500% mehr freie Radikale. Die freien Radikale schädigen unser Gewebe und das wiederum führt zu Entzündungen. Und dadurch entsteht ein Teufelskreis, aus dem unsere Kunden und Patienten nicht mehr von alleine herauskommen. Und deshalb brauchen wir Fairway Detox, um so viel wie möglich Patienten helfen zu können. Wenn Sie noch mehr Informationen zum Thema Übersäuerung möchten, können Sie gerne mein Buch Krank durch Übersäuerung auch im Shop von Fairway bestellen.
Der zweite Punkt, was uns krank macht, sind die antibiotikaresistenten Keime. Die Weltgesundheitsorganisation warnt schon sehr, sehr lange vor dem falschen Umgang mit Antibiotika. Sie werden einfach zu leichtsinnig und zu oft verordnet. Weltweit sterben jedes Jahr 700.000 Menschen an Infektionen durch multiresistente Keime. Setzt sich das sofort, wie die WHO prognostiziert, sterben bis 2050 10 Millionen an multiresistenten Keimen. Und das sind mehr wie an Krebs sterben. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Liste mit den zwölf gefährlichsten Killerkeimen, die multiresistent sind, herausgebracht und eingeteilt in Priorität kritisch, hoch und mittel. Und diese Liste haben wir uns genommen und haben sie mit unserem Fairway Detox behandeln lassen. Und die Ergebnisse von unseren unabhängigen akkreditierten Laboren sind einfach phänomenal. Fairway Detox reduziert nachweislich die 12 gefährlichsten antibiotikaresistenten Keime innerhalb der ersten Minute um 99,99%. Und als 13. Keim reduziert Fairway Detox nachweislich auch innerhalb der ersten Minute die Noroviren um mehr als 99,99%. Die Zertifikate von unseren Laboren können Sie bei Fairway bekommen. Der dritte Punkt sind die externen Giftstoffe und hier möchte ich auf die Schwermetalle eingehen, vornehmlich auf das Quecksilber. Jeder kennt die berüchtigten Amalgamplomben, die bestehen zu 50% aus Quecksilber und aus Silber, Zinn, Kupfer und Zink. Das Schlimme ist, in Deutschland muss Amalgam als Sondermüll entsorgt werden, während aber Millionen von uns Menschen es weiter im Mund tragen dürfen, ohne zu wissen, wie schädlich dieses Material ist. Seit 1995 dürfen Amalgamfüllungen nicht mehr bei Kindern und Jugendlichen, bei Frauen im gebärfähigen Alter und bei Patienten mit schweren Nierenerkrankungen eingesetzt werden. Quecksilber verdampft schon bei Zimmertemperatur. Im Mund haben wir aber deutlich höhere Temperaturen von 37 Grad. Und dadurch können Sie sich vorstellen, dass die Konzentration von Quecksilber im Mund höher ist wie die maximal zulässige Höchstkonzentration in einem Büroraum. Und das wird nicht verboten und das ist eine fatale Situation, müsste dringendst und schnellstmöglich korrigiert werden. Wie setzen sich Quecksilberpartikel in unserem Mund frei? Zum einen, wenn wir heiße Nahrungsmittel und Getränke konsumieren, wenn wir die Zähne putzen, wenn wir unsere Zähne knirschen, nachts oder untertags, oder wenn Sie einen Kaugummi kauen. Was passiert nun mit den Partikeln? Zum einen können wir sie verschlucken oder einatmen. Wir nehmen sie auch direkt über die Mundschleimhaut auf. Wir können sie entlang der Geruchsnerven ins Gehirn aufnehmen oder die Partikel gelangen direkt über den Zahnhalteapparat in den Kiefer. Von dort gelangen sie über das Venen- und Lymphsystem in den gesamten Körper und lagern sich hier in Geweben und Organen ab. Zu den Organen, wo man starke und folgeschweren Einlagerungen von Schwermetallen immer wieder finden kann, ist das Gehirn- und Zentralnervensystem, in den Nieren, im Herzmuskel, in unserem Darm, der Bauchspeicheldrüse und in der Gebärmutter
zeigen sich immer wieder sehr starke Einlagerungen. Schwermetalle lähmen die körpereigene Entgiftung und Schwermetalle können vom Organismus selbst sehr, sehr schwer ausgeschieden und mobilisiert werden und bleiben jahrzehntelang im Körper. Und diese Situation haben wir uns auch zum Anlass genommen und haben versucht, mit Fairway Detox Ergebnisse zu erzielen und Tests zu machen. Und wir machen das mit Geräten vom Institut Dr. Rilling und wir haben sehr wegweisende erste Untersuchungen und Ergebnisse, dass Toxine wie Quecksilber, Blei, Arsen, Aluminium, Chrom, Blei, Cadmium, Antimon und Thallium bereits nach 6 Wochen mit Einnahme Fairway Detox die Werte deutlich reduziert werden konnten. Hüpfe ich nochmal kurz zurück. Die Liste, die wir jetzt hier sehen, sind Krankheiten und Symptome, die mit einer Schwermetallbelastung assoziiert werden. Teilweise gibt es Überschneidungen mit den Krankheiten oder Symptomen, wie wir vorher bei der Übersäuerung gesehen haben. Wieder beginnend mit Krebs sowie Tumore an Leber, Niere und im Knochenmark. Viele neurologische Erkrankungen, dazu gehören Morbus Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, die Amyotrophe Lateralsklerose, orthopädische Erkrankungen wie Rheuma, Arthrose, psychische Syndrome wie die Depression, aber auch Autoimmunerkrankungen, Seh- und Hörstörungen mit Tinnitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stottern, Lernstörungen, Legasthenie, Wutanfälle, zum Beispiel bei Kindern mit ADHS, Schwindel, Gedächtnisstörungen, die Fibromyalgie, Störungen im Darm, Verstopfung und Durchfall, aber auch Verstopfung und Durchfall im Wechsel und auch Pilzinfektionen im Darm oder an der Haut. In dieser Folie können Sie Ergebnisse einer Kundin sehen, die mit dem Gerät von Dr. Rilling gemacht wurden. Und zwar das Bild auf der linken Seite. Der Test wurde Ende Februar gemacht und das Bild auf der rechten Seite wurde 2 Monate später Ende April gemacht. Und die Ergebnisse sind absolut positiv. Wir konnten die elektromagnetische Strahlung um fast 13% reduzieren. Tabak, Nikotin und Feinstaub konnten um fast 45% reduziert werden. Und die giftigen Pestizide im Körper, wie das allbekannte Glyphosat, konnten um fast 70% reduziert werden. Als nächstes möchte ich Ihnen gerne die Wirkung von unserem Fairway Detox erklären. Fairway Detox reguliert die Übersäuerung, reinigt den Zwischenzellraum, dockt dann, wie gesagt, an der Membran und den Ionenkanälen an, öffnet diese und dadurch verändert sich in der Zelle die Ladung. Sie wird wieder negativ. Dadurch kriegen wir wieder einen optimalen Zellstoffwechsel und die Mineralien und Nährstoffe können wieder in die Zelle gelangen. Fairway Detox korrigiert auch alle pH-Bereiche aus dem Nasen-, Mund-, Rachenbereich über die Speiseröhre, den Magen, den gesamten Darmbereich bis zum Enddarm. Dort reduzieren wir die Anzahl der organischen Schadstoffe, Bakterien, Viren, Pilze und der freien Radikale. Dadurch lassen sich chronische Entzündungsprozesse eindämmen und es ist ein wesentlicher Punkt, um chronische Erkrankungen gezielt bekämpfen zu können. Jetzt werden Sie sagen, ja gut, wenn wir übersäuert sind, dann nehmen wir ein Basenpulver zu uns. Und genau das ist eigentlich das Verkehrte, was man tun kann. Was unterscheidet uns oder was macht Fairway Detox so wertvoll für den Menschen?
Ich habe schon gesagt, wir öffnen die Zelle, dadurch die Ladung, und wir lassen wieder was in die Zelle reinströmen an Mineralien und Nährstoffen. Wenn Sie jetzt einen übersäuerten Körper mit Basenpulvern zuschütten, 90% der Inhaltsstoffe sind plusgeladene Mineralien. Und jetzt werden Sie verstehen, wenn wir eh schon zellulär eine Plusladung haben, müssen wir nicht oder dürfen wir nicht noch mehr Plusladung zuschütten, weil sonst die letzten geöffneten Ionenkanälchen auch noch sinnbildlich verkleben, der komplette Zellstoffwechsel zusammenbricht und dass die Grundlage jeder Krankheitsentstehung ist. Sie können oder Sie müssen zu Beginn, wie gesagt, den Zellzwischenraum reinigen. Dadurch verändern sich die Ladung und die Kanäle gehen auf. Es kann wieder eingeströmt werden in die Zelle. In diesem Punkt können Sie natürlich über eine sinnvolle Basensäurenernährung 80-20, 80% basisch, 20% säurebelastend, den Körper zusätzlich unterstützen. Sie können Übersäuerungsprozesse verbessern, indem Sie eine vertiefte Bauchatmung trainieren. Dadurch können Sie vermehrt über die Lungen abatmen. Sie können Ihre Leber stärken, zum Beispiel über Mariendistel. Sie können die Nierenausscheidung fördern. Sie können das Lymphsystem anregen, über Trockenbürstungen zum Beispiel. Das nächste kleine Filmchen zeigt Ihnen die Einnahme von einer Kappe Fairway Detox. Und nebenbei erkläre ich es. Sie trinken Fairway Detox. Detox gelangt in den Magen, korrigiert im Magen den Säurebasenhaushalt und normalisiert den pH-Bereich. Von dort läuft unser Detox weiter in unsere Darmschlingen über den Zwölffingerdarm, Dünndarm, Dickdarm, korrigiert dort den Säurebasenhaushalt und den pH-Wert. Jetzt zoomen wir sofort in den Zellbereich. Dort sehen Sie überlastete, übersäuerte Zellen, die schwarz gefärbt sind. Jetzt kommt unser Fairway Detox zwischen die Zellen rein mit dem Zwischenraum, erhöht die Ladung in der Zellflüssigkeit. Wie wir vorhin gehört haben, ist das das Elementare, damit die Zellen optimal funktionieren können. Dadurch gehen die Zellen wieder auf. Schadstoffe aus der Zelle, in der Zelle können wieder abtransportiert werden. Die Flüssigkeit baut einen Zellschutz außenrum auf, dass weniger Schadstoffe hinein können. Und wir können wieder Mineral und Nährstoffe aufnehmen. Sie werden sich jetzt bestimmt fragen, was passiert jetzt eigentlich mit unseren guten, gesunden Keimen? Wenn ja Fairway Detox die krankmachenden Keime eliminiert. Fairway Detox wirkt absolut pH-neutral. Das heißt, es werden nur die krankmachenden Keime eliminiert, die überhaupt haben erst entstehen können, weil wir übersäuert sind. Detox korrigiert das saure Milieu und dadurch gehen diese Bakterien defekt und die gesund machenden Keime können dadurch wieder vermehrt entstehen. Und das zeige ich Ihnen an zwei Ergebnissen einer Stuhlprobe von einem Patienten von mir in der Praxis. Das linke Bild ist der Beginn am 18. Februar und das rechte Bild, das Ergebnis haben wir am 24.06. bekommen, also nur 4 Monate nach Einnahmebeginn von Fairway Detox. Und am linken Bild können Sie deutlich sehen, dass bestimmte Keimarten wie der Enterococcus oder die Lactobacillen, die wo wir für eine gesunde Flora im Darm unbedingt benötigen, stark vermindert waren. Und auch der Stuhl-pH, der
zwischen 6 und 7 liegen soll, an der Grenze noch okay, aber an der Grenze lag. 4 Monate später, also nach 4, 5 Flaschen Einnahme von Fairway Detox, haben sich die stark verminderten Enterokokken und Lactobacillen absolut normalisiert. Und auch den Stuhl-pH-Wert konnten wir nochmals in den optimalen Bereich auf 6,5 verschieben. Ich habe früher auch sehr viele Darmsanierungen mit vielen möglichen Präparaten gemacht, die für die Kunden sehr, sehr teuer und auch eine sehr langwierige Prozedur waren. Und mit Fairway Detox schaffen wir es nun mittels einem Produkt durch den Ausgleich der pH-Situation und der Regulierung des Säure-Basen-Haushalts, die Keime so zu regulieren, wie wir sie benötigen. Fairway Detox ist für uns ein Must-Have für alle Patienten und für alle Menschen. Die nachfolgenden Erkrankungen sind Erfahrungsberichte, keine Heilversprechen, sondern reine Erfahrungswerte und Berichte, die wir von unseren Kunden erhalten haben. Auf der linken Seite sehen Sie orthopädische Krankheitsbilder, wo wir sehr positive Resonanzen haben, von rheumatischen Beschwerden angefangen, über Arthritis, Arthrose, Gelenkmuskelschmerzen, verklebte Faszien, bei Verspannungen, Rückenschmerzen und bei Bandscheibenschädigungen. Aber auch bei organischen Beschwerden konnten wir sehr positive Erfahrungsberichte bekommen, bei Entzündungen und Geschwüren im Körper, bei Morbus Crohn, bei chronischer Blasenentzündung, bei Magen- und Darmproblemen, bei Prostatabeschwerden und auch bei Diabetes mellitus. Auch sehr positive Reaktionen konnten wir bei der Borreliose, dem Post-Lyme-Syndrom, bei Leistungsstau im Sport, bei Antriebslosigkeit und bei Schlafstörungen bekommen. Was kann passieren, wenn Sie oder Ihre Kunden jetzt beginnen, Fairway Detox einzunehmen? Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass Fairway Detox die pH-Werte reguliert und sie wieder in einen physiologischen Bereich schiebt. Und in den ersten 14 Tagen der Entsäuerung und Entgiftung werden Bakterien abgetötet, die nur durch Übersäuerung haben entstehen können. Und wenn diese kaputt gehen, setzen Sie nochmal ein kleines Toxin frei, das mögliche Erstsymptome entstehen lässt. Und diese Erstsymptome reichen von Kopf-Gliederschmerzen, Grippe, ähnlichen Symptomen, Übelkeit bis hin zu Muskelgelenkschmerzen. Diese Symptome klingen wieder ab und sind nicht als negative Wirkung oder als Nebenwirkung zu zählen, sondern das zeigt bereits den Beginn der Entgiftung, Entsäuerung und der Zellerneuerung an. Also ein absolut gewünschter Effekt, der, wie gesagt, bei manchen Menschen vorkommt, aber wie gesagt, nicht vorkommen muss. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass gerade bei der Borreliose oder dem Post-Lyme-Syndrom die Phase der Erstsymptome bis zu 6 Wochen dauern kann. Diese Zeit ist für diese Patienten wirklich nicht leicht, aber der Erfolg oder die Reaktion ist sehr, sehr positiv und alle Patienten, die Fairway Detox eingenommen haben mit Borreliose, würden diese 6 Wochen wieder in Kauf nehmen durch das Ergebnis, das sie jetzt bekommen haben. Warum schmeckt Fairway Detox, wenn Sie es zu Beginn trinken, chlorig oder salzig? Wir haben durch den Mix der verschiedenen Salze auch freie Chloride enthalten, wie aber auch in einem normalen Mineralwasser. Und diesen Geschmack nehmen wir anfangs wahr, wenn unser Körper übersäuert ist. Wenn Sie ein Freibad, das Becken zum ersten Mal einlassen und das Badewasser zum ersten Mal mit chemischem Chlor bearbeitet wird und Sie riechen ran, dann schmecken Sie überhaupt nichts oder fast gar nichts.
Jetzt kommen die ersten Kinder, urinieren in das Becken oder nehmen was in den Mund und spucken es wieder aus. Und durch den ersten Kontakt mit Mikroorganismen aus dem Mund verändert sich der Geruch und das Chlor wird schmeckbar. Und genau das Gleiche passiert in unserem Mund. Wenn wir übersäuert sind oder belastet sind, verändern sich die bakteriellen Zusammensetzungen im Mundbereich und wir nehmen das Chlor so lange wahr, wie wir überlastet und belastet sind. Umso länger Sie Detox einnehmen und umso reiner und cleaner der Körper wird, umso weniger nehmen Sie den unangenehmen Geschmack wahr, sondern eher nur noch den leichten Salzgeschmack. Die nächste Folie wäre eine Darstellung eines belasteten Körpers. Die würde ich gerne an den Schluss der Präsentation oder an den Schluss des Webinars setzen, weil dann würde ich Ihnen im Anschluss noch einen Versuch zeigen, wenn ein Kunde präventiv Detox einnimmt. Wer sollte Fairway Detox überhaupt einnehmen? Wie gesagt, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, ein Must-Have für jedermann, für alle, die gesund bleiben wollen, für alle Sportler, die dopingfreie Leistung steigern wollen und für alle Menschen, die bereits unter chronischen Schmerzen, Entzündungen bzw. Krankheiten leiden. In den nächsten Folien möchte ich Ihnen Bilder und Videoaufnahmen von Blut vor und nach der Einnahme von Fairway Detox zeigen. Das sind Fotos und Videos, die wir aufgenommen haben unter dunkelfeldmikroskopischen Mikroskopen. In diesen Mikroskopen werden die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, auf das 400-fache vergrößert. Und im ersten Video sehen Sie, ist es ein Patient, 20 Jahre alt, ist ein Sportler, hat eigentlich einen sehr gesunden Lebensstil, hat aber einen unerklärlichen Leistungsstau und klagt immer über Antriebslosigkeit und Müdigkeit. Und normalerweise sollten die Erythrozyten frei nebeneinander angeordnet sein, beweglich und nicht zusammengeklebt. Wenn die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, zusammengeklebt sind, schaut es aus wie so Geldrollen. Und die Ursachen für solche Geldrollenbildungen sind, wie gesagt, Elektrosmog-Belastungen, wenn jemand zu wenig trinkt, bakterielle Infektionen oder auch wenn der Darm nicht stimmt, das Milieu im Darm nicht stimmt. Jetzt zeige ich Ihnen das erste Video. Sie sehen nicht viel, Sie sehen im dunklen Bereich einfach kleine Nährstoffe, die wo zwischen den roten Blutkörperchen umeinander schwimmen. Die roten Blutkörperchen sind zusammengeklebt, bewegen sich überhaupt nicht. Sie sehen auch, die Größe ist unterschiedlich. Dann musste unser 20-jähriger Patient zum ersten Mal Detox trinken. Dann haben wir eine Stunde gewartet, dann haben wir wieder an der Fingerbeere einen Tropfen Blut abgezapft und jetzt zeige ich Ihnen das Video eine Stunde nach der ersten Einnahme von Detox. Sie sehen schon am ersten Bild, dass sich die Anordnung der roten Blutkörperchen verändert hat und es ist einfach phänomenal, was durch die einmalige Einnahme von Fairway Detox passiert. Es kommt eine richtige Dynamik in das Blutbild. Jetzt ist es noch ziemlich langsam, aber Sie werden sehen, wie sich das im Verlauf des Videos verändert. Dadurch können Sie sich vorstellen, ich habe gesagt, wir bringen mit Fairway Detox viel, viel, viel mehr Sauerstoff, 44% mehr in die Zellen und das Gewebe. Und 2/3 der Sauerstofftransportierung läuft über unsere roten Blutkörperchen.
Und wenn die auf einmal wieder beweglich sind und eine Dynamik haben, können Sie sich vorstellen, wie unser Gewebe davon profitiert. In den nächsten zwei folgenden Fotos sehen Sie einen Patienten, 76 Jahre alt, hatte vor 2 Jahren Krebs, Blasenkrebs und Prostatakrebs. Und im ersten Bild, im ersten Foto können Sie wieder sehen, die roten Blutkörperchen sind wieder wahnsinnig zusammengeklebt, sind nicht schön angeordnet, haben auch ungleiche Strukturen, ungleiche Oberflächen, kleiner, größer. Und das nächste Foto ist 2 Wochen nach der ersten Einnahme von Fairway Detox. Hier sehen Sie eine wunderbare Ausrichtung im Verhältnis zum ersten Bild der roten Blutkörperchen. Und es ist einfach jedes Mal wieder genial, was durch Fairway Detox alles passiert. So, jetzt zeige ich Ihnen noch viele Patientenbeispiele, bevor wir zum Schluss zu den Tests kommen. Dies ist eine 41-jährige Patientin mit Neurodermitis. Die beiden linken Bilder, links oben, links unten, sind die Ausgangshautbefunde. Das war am 3. Juli und dann haben wir einfach begonnen, Fairway Detox zu trinken und Fairway Detox 5 bis 6 Mal am Tag zu besprühen, Luft zu trocknen und Sie sehen den Verlauf über den 17. Juli zum 24. Juli und es sind phänomenale Veränderungen. Wie gesagt, die Patientin hat Detox einmal 30 Milliliter am Tag getrunken, wie wir sie auch immer empfehlen. Sie stehen in der Früh auf, putzen sich die Zähne, trinken 30 Milliliter Detox und sollten Sie oder die Kunden noch Hautreizungen und Hautprobleme haben, können Sie empfehlen, 5 bis 6 Mal am Tag zu besprühen und Luft trocknen zu lassen. Das sind Erfahrungswerte aus dem Zahnbereich. Am Montag um 17 Uhr hatte eine Kundin eine ziemlich aufwendige Zahn-OP. Ein Zahn musste kompliziert entfernt werden. Der Doc sagte mir drei Tage alle 2 Stunden Ibuprofen einzunehmen und kühlen. Ich habe mich entschieden, direkt beim Heimkommen 30 Milliliter Detox zu trinken und alle 2 Stunden explizit insgesamt 5 Mal 30 Milliliter zu trinken. Seit heute null, nur noch morgens, Ergebnis null Schmerzen, null Schwellung. Gerade komme ich von der Kontrolle. Frau See, was haben Sie gemacht? Das ist komplett verheilt und das geht eigentlich gar nicht. Nur über das bakterielle Milieu in der Mundschleimhaut, das zu korrigieren, hilft, um scheinbar Wunden innerhalb kürzester Zeit ausheilen zu lassen. Und dieser Kollege ist seitdem im Boot und vertreibt Detox an seine Kunden. Ein weiterer Erfahrungsbericht aus dem Darmbereich. Es gibt im Darm nicht nur Entzündungen wie Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa, sondern es gibt auch andere Colitis-Arten. Und hier sehen Sie einen Patienten, der hat immer die Kaliprotektin-Werte extrem erhöht, also Ende Januar einen Wert von 208 Milligramm pro Kilogramm. Und 2 Monate später haben sich die Werte um das 10-fache reduziert. Dem Patienten geht es sehr, sehr gut von seinen Symptomen im Darm, ist begeistert von dem Produkt und wird es weiterhin einnehmen. Im nächsten Bild sehen Sie einen Innenknöchel, Ulkus, ein Innenknöchelgeschwür von Anfang 2018. Wir haben auch Bilder von Ende 2017, aber die kann man leider nicht zeigen. Die sind noch übler und Sie werden sehen, wie sich dieser Ulkus, dieses Geschwür nach und nach im Laufe dieses Jahres positiv verändert. Und mittlerweile ist dieser Innenknöchel zu. Die Ärzte oder auch die
Apotheker oder die Sanitätseinrichtungen, die den Fuß immer verbunden haben, sind ganz begeistert und verblüfft und können es nicht glauben. Diese Patientin hat diesen Knöchel seit 2 Jahren und sie stand kurz vor der Amputation. Die nächsten 2 Kunden sind Patienten von mir. Hier sehen Sie eine Art Pilzbelastung in der Handinnenseite und den positiven Verlauf, der sich über circa 3 Monate erstreckt. Ein ähnliches Bild, Beginn der Einnahme mit Fairway Detox am 25.04. Dann der Verlauf, 2 Tage später kennt man schon eine deutliche Veränderung und das rechte Bild ist ein Foto Mitte, Ende Juni. Jetzt ein kleiner Bericht von einer Fairway-Partnerin. Hallo, ich muss euch jetzt mal schnell mein Feedback zu Fairway Detox da lassen. Ich bin total geflasht, überwältigt. Mir hat nämlich gerade auch eine Freundin ihr Feedback zukommen lassen, dass sie es nicht glauben kann, dass ihr so gut geht und die hatte chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Und dann habe ich auch bloß geantwortet, ich habe mich jetzt selber endlich mal überwinden können, dass ich Fairway Detox selbst nehme, weil ich einfach so Angst gehabt habe vor der Erstverschlimmerung, weil ich seit Jahren Kopfschmerzattacken habe. Das kann sich ein gesunder Mensch oder Mensch, der das nicht kennt, gar nicht vorstellen. Bin dann wieder in einer Attacke drin gewesen und hab mir dann gedacht, jetzt oder nie, ob es schlimmer wird, schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden. Ich fange jetzt an mit Detox. Hab dann Detox 2 Tage lang getrunken, jetzt trinke ich es gerade den 6. Tag erst, hab's 2 Tage lang getrunken, bin nach dem 2. Tag schon komplett anders aufgestanden wie sonst. Viel freier und so, habe aber erst gar nicht dran gedacht, dass es Detox sein könnte. Ja, bin dann, habe den ganzen Tag nicht mal Anzeichen gefühlt gehabt von Kopfschmerz, habe mir gedacht, was ist denn heute los, mir geht's heute so gut. Ja, dann nächsten Tag, mir ist so vorgekommen, wie wenn irgend so ein Stein aus meinem Kopf heraus wäre, mir fällt jetzt erst auf, dass ich eigentlich nie in meinem Leben schmerzfrei vor dem Kopfschmerz war. Der war immer minimal da, aber wenn ich nicht so krasse Kopfschmerzen hatte, war das für mich einfach der Normalzustand. Ich habe das schon komplett ausgeblendet und das fällt mir jetzt erst auf, seit dass ich Detox nehme, gerade mal 6 Tage, dass ich eigentlich immer einen Kopfschmerz gehabt habe. Und das ist halt für mich wirklich total unglaublich, dass ich mich jetzt einfach so frei fühle. Ich kann gar nicht mehr drüber sprechen, bloß meine Botschaft, mein Feedback an euch. Wahnsinn. Ich habe einfach wieder mehr Lebensqualität und ich kann es gar nicht glauben. Und wenn Sie selbst Probleme irgendwie habt mit Kopfschmerzattacken, Migräne, Clusterkopfschmerz, probiert das aus, vielleicht hilft es euch genauso wie mir. Also ich bin jetzt gerade, also es sind nur Freudentränen, die von mir kommen, weil für mich das einfach unglaublich ist. Ja. So. Jetzt würde ich Ihnen gerne kurz die 2 Versuche zeigen. Und zwar möchten wir als erstes einen Körper simulieren, der mit Bakterien, Viren, Pilzen, freien Radikalen, Schwermetallen, Übersäuerungsprozessen belastet ist. Und für das brauchen Sie ein Glas Leitungswasser. Das ist auch zur Demonstration für Ihre Kunden sehr, sehr gut und wichtig.
Das Glasleitungswasser simuliert unsere Körperflüssigkeiten und ich belaste jetzt unseren Körper, unsere Körperflüssigkeiten mit einem organischen Marker, wie es auch unsere Bakterien, Viren sind. Und Sie sehen, es verteilt sich bis in die letzte Flüssigkeit. Und jetzt bearbeite ich den belasteten Körper mit Fairway Detox. Und genau so passiert es auch bei uns im Körper. Es neutralisiert unsere Belastungen. Und das ist der wichtigste Test, den Sie auch Ihren Kunden zeigen sollen. Der zweite Test simuliert einem Kunden, der gesund ist, gesund bleiben möchte und sich präventiv mit Detox behandelt. Und jetzt wird er belastet durch Übersäuerungen, durch Bakterien, durch Schwermetalle, durch freie Radikale, durch geopathische Strahlung, WLAN und so weiter. Das sind die zwei wichtigsten Tests, um allen Kunden die Wirkung von Fairway Detox ganz bildhaft und einfach zu erklären. So, wir sind fast am Ende. Da heute leider niemand von Vertrieb dabei sein kann, weder die Frau Löwenstein noch der Leih-Christian, möchte ich Ihnen ein paar Worte zum Vertrieb erzählen, und zwar vornehmlich für die neuen Fairway-Partner. Wichtig ist, decken Sie sich mit Fairway Detox selbst erstmal ein. Machen Sie die Erfahrungen mit Fairway Detox, nehmen Sie sie einmal 3 Monate lang ein. Überzeugen Sie sich von der super Wirkung. Wichtig ist auch noch, die Patienten fragen immer, ist eine Dauereinnahme möglich? Ja, natürlich. Chronische Patienten, chronische Schmerzpatienten, Patienten mit chronischen Entzündungen, die ziehen so viel Positives draus, dass eine Dauereinnahme sehr, sehr sinnvoll ist. Wenn Sie selbst die ersten Erfahrungen mit Fairway Detox machen, können Sie einfach sicher und kompetent die Kunden beraten. Nutzen Sie wirklich die bereits aufgezeichneten Webinare, um das Wissen über das Produkt Fairway Detox immer mehr aufzubauen. Und nutzen Sie die heute gezeigten Tests, um Ihre Kunden vom einzigartigen Produkt zu begeistern. Nutzen Sie auch schon zu Beginn 2, 3, 5er Sets von Fairway Detox, die Sie bei Fairway im Shop erhalten können. Wichtig ist, haben Sie immer genügend auf Vorrat, dann haben Sie keine Wartezeiten für Ihre Kunden und auch finanzielles Interesse von Ihrer Seite, je nach erreichter Stufe oder Boni, ist es sehr lukrativ, mit Fairway Detox zu arbeiten. Ein Goldambassador verdient ungefähr zwischen 26 und 28 Euro pro Flasche. Und das ermöglicht einen schnellen Zusatzverdienst von 100 bis 150 Euro wöchentlich. Und was müssen Sie eigentlich nur dafür tun? Sie müssen die Informationen aus den Webinaren weitergeben. Sie sollen die Videos zeigen von der Dunkelfeldmikroskopie und Sie können die Tests demonstrieren. Und dann haben Sie nahezu alle Kunden, Interessierten und Patienten auf Ihrer Seite. Ich kann Ihnen noch eigene Erfahrungen aus meiner Praxis erzählen. Ein Vertrieb von 10 bis 20 Flaschen pro Woche sind problemlos möglich.
Die Menschen haben Bedarf, die haben Schmerzen, haben chronische Krankheiten und die wollen endlich aktiv was für ihre Gesundheit machen. Und genau dort ist unser Fairway Detox die einzige am Markt befindliche Waffe. Und wir müssen alle Menschen auf der Welt informieren, was für ein geiles Produkt Fairway mit unserem Detox hat. Fangen Sie am besten morgen gleich damit an. Ich wünsche Ihnen mit dem Produkt sehr viel Spaß, Erfolg und ich bedanke mich jetzt schon mal für die Aufmerksamkeit. Sollten noch Fragen sein, können Sie sie gerne über den Chat stellen. Vielen Dank. Tschüss. Da war die Frage, wie? Es war eine Frage, wie viele Flaschen darf man trinken, bis man eine Pause einlegen soll? Es spricht überhaupt nichts gegen eine Dauereinnahme. Patienten, die durch Detox ein so viel mehr Gewinn an Lebensqualität erhalten haben, setzen freiwillig Fairway Detox nicht mehr ab. Aber natürlich sind auch kurative Maßnahmen von 2x3 Monaten im Jahr jederzeit möglich. Darf jemand Detox mit einer Herzklappe trinken? Spricht nichts dagegen. Haben wir auch schon positive Erfahrungsberichte. Rückenschmerzen haben wir sehr positive Ergebnisse, Erfahrungsberichte. Ich habe Ihnen vorher erzählt, dass zwischen den Zellen die größte Mülldeponie ist. Zwischen den Zellen beginnen auch unsere faszialen Strukturen. Die Faszien sind das meist durchflutetste Gewebe. Und umso mehr Müll zwischen den Zellen eingelagert ist, umso mehr verlieren wir auch an Flüssigkeit in den Faszien. Und Fairway Detox korrigiert das, dadurch können wir auch unsere Faszien wieder elastischer bekommen und die Rückenschmerzen werden sich verändern und positiv beeinflussen und werden einfach weniger werden. Wir begleiten eigentlich die gleiche positive Beeinflussung zwischen den Zellen und dadurch auch über die Faszie. Nervenschmerzen habe ich Ihnen erklärt, überschießende Reaktionen der freien Nervenendigungen im sauren Milieu. Die Flüssigkeit, die ich beim Test benutzt habe, ist ein organischer Marker, können Sie auch im Starter-Set bei Fairway bekommen. Geht das Detox kaputt, wenn es geöffnet ist? Detox sollte natürlich, so wie wir es immer beschreiben, tagtäglich eingenommen werden. Dann reicht eine Flasche 25 Tage und geht nicht kaputt. Sollte auch nicht, muss nicht im Kühlschrank gelagert werden, kann bei Zimmertemperatur gelagert werden. Wie gesagt, welcher Indikator wird da verwendet? Das ist ein organischer Marker. Der organische Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze, freie Radikale oder auch Schwermetalle simuliert, können Sie im Shop bei Fairway bekommen. Das waren eigentlich die Fragen.
Wenn keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich nochmal. Da kommen noch welche. Sofort geht's weiter. Eine Frage ist, wie lange sollte die Reinigung dauern, bis man dann mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln weitermachen soll? Also es sollte eine mindestens eine Grundreinigung von 3 Monaten erfolgen, bis man beginnt, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten. Da sind mit Sicherheit die Ionenkanäle wieder geöffnet. Limborreliose. Wirkt eine Flasche schon bei chronischen Schmerzen? Wie schnell Detox wirkt, kann man natürlich nicht immer sagen. Wir haben positive Erfahrungswerte von wenigen Tagen bis mehreren Wochen und mehrere Monate. Die Vorher-Nachher-Bilder und Videos können Sie natürlich jederzeit von uns bekommen, können wir auch online setzen. Ist Detox auch für Tiere geeignet? Ja. Über dieses Thema werden wir im Laufe des Jahres noch ganz explizit berichten. Lassen Sie sich überraschen, dort kommt etwas Neues von uns. Was kann ich nehmen, um den Kunden das so zu demonstrieren, wie ich gerade? Wie gesagt, Sie bekommen das Starter-Kit bei Fairway. Und dort ist auch der organische Marker enthalten. Wann sollte man Detox einnehmen? Ganz wichtig, morgens nüchtern. Sie stehen auf, putzen sich die Zähne und trinken Detox. Warten dann 10 Minuten, können ganz normal frühstücken. Sollten Sie Tabletten einnehmen müssen, bitte 30 Minuten vorher oder nachher Detox einnehmen. Hilft Detox auch bei Bauchspeicheldrüsenkrebs? Detox erneuert unsere Körperzellen. Inwieweit Detox bei solchen Erkrankungen einwirkt, können wir nicht sagen. Und haben wir auch aktuell keinen Erfahrungsbericht. Aber wenn Zellen verändert sind, macht Detox zur Milieuveränderung auf jeden Fall Sinn. Ein Kunde hat nach 14 Tagen einen Ausschlag mit Pusteln am Oberkörper bekommen. Ist das eine Entgiftungsreaktion? Ja, würde ich sagen. Die Erstsymptome können natürlich gleich zu Beginn in den ersten Tagen entstehen, kann aber auch zeitverzögert auftauchen. Sollten solche Hautreaktionen entstehen, können Sie, wie ich es vorher beschrieben habe, 5 bis 6 Mal am Tag benetzen mit Fairway Detox und Luft trocknen lassen. Kann man Detox überdosieren? Die natürlichste Überdosierung von Fairway Detox ist ein Durchfall und das ist die optimale Reinigung. Es kann nichts passieren. Trinken Sie nebenher viel Wasser, dann kann nichts passieren. Wie ist die Dosierung? Einmal am Tag 30 Milliliter, morgens nüchtern, wie wir es immer auch schon in den letzten Webinaren erzählen. Kombination mit Schüsslersalzen.
Wir haben alle nötigen Salze in Fairway Detox enthalten. Ich würde sagen, das ist ausreichend. Schilddrüsenunterfunktion, wie gesagt, ist unser Darm undicht und entsteht ein Leaky Gut, unverdaute Nahrungsbestandteile, Bakterien, Viren können dann durch den undichten Darm ins Blut gelangen, wo Entzündungen entstehen können. Autoimmunprozesse entstehen, dadurch gehört auch die Schilddrüse natürlich. Vielen Dank, möchte ich auch sagen, für die vielen positiven Feedbacks, die vielen schmerzfreien Patienten, freut uns sehr. Darf man Detox trinken bei Lungentransplantation, bei gerade durchgeführten Transplantationen ist Detox nicht einzunehmen. Detox und Saft, nein. Säure würde sofort den Effekt von Fairway Detox vernichten. Sie können es mit 100 Milliliter Wasser mischen, aber ansonsten bitte pur oder wie gesagt mit 100 Milliliter Leitungswasser. Die genaue Menge an Phosphat in Detox, ich habe es weitergegeben, wir versuchen alles. Das Wasser stammt, wie gesagt, aus das Quellwasser stammt aus dem Bayerischen Wald und das Gletscherwasser stammt aus den Schweizer Alpen. Erfahrungen mit MS. MS wird, gibt es neue Studien, dass es Borrelien verursachen können. Gegen Borrelien können wir natürlich erfahrungsberichtsmäßig sehr gut einwirken. MS wird auch immer wieder assoziiert mit einem undichten Darm und auch hier können wir einwirken. Inwieweit wir die MS positiv beeinflussen können, müssen wir erst die nächsten Monate beobachten. Ist es ratsam, Detox und Aloe Vera am gleichen Tag einzunehmen? Es spricht nichts dagegen, aber wie gesagt, der Aspekt Zellöffnung muss beachtet werden. Bakterien bei Blasenentzündung, wie lange sollte man Detox trinken? Die genaue Dauer der Einnahme kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber ich würde wenn das immer wiederkehrend Blasenentzündungsprobleme sind, würde ich eine längere Einnahme empfehlen, von mindestens einem Viertel, halben Jahr. Und wenn es positiv reagiert, eventuell sogar eine Dauereinnahme. Und bitte verstehen Sie es nicht verkehrt, wir bauen die Bakterien innerhalb einer Minute in einem Reagenzglas zu 99,99% ab. Der Effekt im Körper dauert natürlich länger. Es kann natürlich auch mal passieren, dass die Reaktionen durch Fairway Detox nicht nach ein paar Tagen oder ein paar wenigen Wochen, sondern auch etwas verzögert auftreten. Wichtig sind auch, dass man die säureproduzierenden Faktoren, die wir tagtäglich in unseren Körper reinschaufeln, dass wir die auch minimieren. Warum kann man den organischen Marker nicht nachbestellen? Habe ich leider keine Ahnung. Wir werden das die nächsten Tage nochmal nachfragen. Welchen Vorteil bietet die morgendliche Einnahme? Sie haben recht, man könnte es natürlich auch den ganzen Tag über verteilt nehmen. Wir möchten aber nach dem Zähneputzen den Körper auf
den bestmöglichen Reset setzen und morgens unsere Zellen und die pH-Werte stabilisieren. Dort haben wir auch die besten Resonanzen und Ergebnisse. Detox und ADHS. Wie gesagt, ADHS wird sehr stark in Verbindung gebracht bei Kindern mit Schwermetallbelastungen. Und hier können wir die Werte natürlich sehr gut reduzieren. Man muss einfach sagen, Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland bei Kindern und Jugendlichen, alles unter 18 Jahren, sehr kritisch und eigentlich nicht erlaubt, juristisch gesehen. Wieso ist Saftsäure schlecht und Magensäure wird neutralisiert? Die Saftsäure verändert einfach die Wirkung von Detox und Magensäure wird durch einen Ausgleich vom pH-Bereich im Magen nicht komplett neutral, also nicht komplett beendet. Wir brauchen auch eine gewisse Säure. Wenn wir 1 Gramm Säure im Magen produzieren, produzieren wir gleichzeitig 2,5 Gramm Basen im Magen. Der Magen ist der wichtigste Faktor in der Basenproduktion. Aber wir haben, wie gesagt, bestimmte Zellen im Magen produzieren die Salzsäuren oder die Magensäure und die brauchen für die Vorverdauung der Eiweiße und haben eine desinfizierende Wirkung. Detox und Plastikflaschen oder Glasflaschen werden wir sehr häufig gefragt. Warum? Erstens einmal ist der Transport ein bisschen schwierig, aber durch unsere besondere Wasserstruktur, die Hexagonalität, nimmt unser Wasser keine schädlichen Xenohormone aus der Flasche auf. Schalten wir die Wirkung der Magensäure durch Detox nicht aus, so kurz vorm Frühstück, keine Angst. Wir führen nur den physiologischen pH-Wert im Magen wieder in den Bereich, wo er hingehört. Der Magen-pH-Wert muss zwischen 1 und 2,7, 1,3 und 2,7, 3,0 liegen. Und dort bringen wir den Wert wieder hin und dadurch hat der Magen die optimale Funktion. So, jetzt scheint's, ich habe alle Fragen beantwortet. Nochmal vielen Dank für Ihr Interesse. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wünsche Ihnen mit dem Produkt Fairway Detox sehr viel Erfolg. Bestellen Sie für Ihre Kunden, für sich, für Ihre Familie. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald. Gute Nacht. Servus.